Hallöchen, meine Freunde, und willkommen zu einer Folge von Wir testen ein neues Spiel. Heute ist das Spiel Spellrogue. Vielleicht hat das der ein oder andere schon mal gehört. Spellrogue ist am 12. Februar rausgekommen, also auch erst vor kurzem. Und kostet knapp 16 Euro. Ist natürlich für manche Leute jetzt mittlerweile viel, aber ist auch gefühlt ein Standardpreis. Was kann das Spiel? Also Spellrogue ist im Endeffekt wieder ein Deckbuilder-Game. Ja, davon spiele ich in letzter Zeit sehr viele. Finde ich aber auch eigentlich ganz cool. Also mir gefallen so Deckbilder-Spiele halt. Und deswegen stelle ich die euch ja auch immer mal vor. Und ihr müsst innerhalb mit so Mana-Würfeln, müsst ihr halt eure Karten spielen. Ja, also deine Zaubersprüche. Ja, so viel weiß ich auch schon. Also schauen wir mal rein. So, das ist der Anfang. Normalerweise spawnst du in so einer, auf so einer Welt direkt und nicht hier, sondern direkt auf der Welt. Und dann wird erstmal so eine Art Tutorial kommen. Das habe ich weggedrückt und neu gestartet und jetzt bin ich hier. So, was wir erstmal machen können, wir können erstmal hier kurz in die Optionen gehen. Allgemein könnt ihr alles einstellen. Spieldaten hochladen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Deutsch, Spielleitung, also Spielanleitung, Mitwirkende und so weiter, Audio. Können wir noch ein bisschen runtergehen. War gerade doch ein bisschen laut. Grafik, rahmenlos, hoch, 19, 20, 80 und so weiter. Maximal FPS könnt ihr natürlich auch einstellen, 1020, pausig, Bildschirmrütteln und so weiter. Bildschirmrütteln bin ich immer meistens kein Fan von, aber kann jeder selber wissen. Benutzeroberfläche, weiß ich noch nicht, lasse ich erstmal so. Hier unten sind noch ein paar Sachen. Zum Beispiel die Zauber, die es gibt. Der Wasserzauber zum Beispiel, dann Erdzauber, also das sind alles Zaubersprüche, Feuerzauber, leere Zauber und so weiter. Dann habt ihr hier Artefakte, die ihr finden könnt. Ihr könnt verschiedene Tränke, die ihr auch nutzen könnt, also ganz schön viel Kram, Rituale. Toter Waldfeind, also von jedem Gebiet, die Feinde werden dann nochmal aufgelistet, was halt auch ganz cool ist, damit du weißt, dass du alle hast. Und Mutatoren, kann ich jetzt auch nicht sagen, was das ist, deswegen. Schauen wir mal rein. Wir machen halt mal fortsetzen. So, wir fangen jetzt mal an. Wir nehmen den Labis. Das ist wahrscheinlich ein Wasserzauberer, so wie ich das gerade sehe. Zum Freischalten zwei Würfel. Tokens, okay. Ist zwar auch teilweise auf Englisch, wie ihr seht. Unlock new content gained by completing milestones. Okay, also wir müssen da wahrscheinlich mal gucken. Hier steht, erreiche Stufe 2. Das ist der erste Meilenstein. Das wäre dann für hier. Und gewinne ein Spiel mit Wasser A. Wasser A ist wahrscheinlich das Deck. So, schauen wir mal rein. So, ihr seht es schon. Es ist wieder so eine Art Ding-System, so ein Map-System, das ihr dann aussuchen könnt, wo ihr hingeht. So, Anfangsartefakt. So, was haben wir denn? Jetzt können wir uns wahrscheinlich eins aussuchen. Korallenkrone, Zug 1 erhält zweimal Gebräu. Gebräu, das Wirken des nächsten Zaubers, verbraucht keine Ladung. So, Eid des Ozeans, wirft 10 Würfel, erhält zweimal Blocken. Blockt bis zum Beginn des nächsten Zugs Schaden. Okay. Gezeitentalisman. Zug 1, wirf einen Würfel. Macht das nicht hier Sinn? Wirf 10 Würfel? Nehmen wir das. Werden wir dann sehen. So, wir gehen jetzt erstmal, schauen wir erstmal, wo wir hin können. Was ist das Ereignis? Okay, wir könnten hier lang, dann aufs Ereignis. Wir gehen mal hier hin. So, das Ziel ist natürlich wieder Bosse zu besiegen, Gegner zu besiegen, so lange zu durchzuhalten, wie es nur geht, ne? Grafik ist echt schön, muss ich sagen. Also, die gefällt mir. So, und jetzt wird es erklärt. Ne? Also, Zauber wirken. Ihr seht es ja, das ist das ganz klassische System. Wer das schon mal gespielt hat, weiß ungefähr, in welche Richtung das Spiel geht. Ne? Zauberzusammenfassung. Zauber werden immer mit Würfeln ausgeführt. Die Anforderungen und Effekte sind jedoch unterschiedlich. Also, es ist eine Mischung aus Karten- und Würfelspiel. Ne? So, ihr seht es ja. So, dann kann ich jetzt hier, wenn ich jetzt hier einen Würfel habe, 1 bis 4. Wenn ich jetzt zwischen 1 bis 4 würfel, zum Beispiel wie hier, kann ich jetzt die 1 zum Beispiel nehmen und gehe auf den oder die 4. Ich glaube, es wird auch so, wenn ich jetzt hier eine 4 mache zum Beispiel, dann, dass der Schaden dann erhöht wird oder so. Sockeltyp. Zeige an, welche Würfel für das Wirken des Zaubers benötigt wird. So, Ladungen. Ladungen zeigt an, wie oft ein Zauber pro Zug benutzt werden kann. Also ich kann sogar den Zauber mehrmals benutzen. Das ist natürlich auch geil. Effekt, der durch das Wirken des Zaubers verursachte Effekt. Finde ich mega cool. So, erstens. Würfel werden immer am Beginn des Zuges geworfen. Zweitens. Klicke und halte links. Ja, das ist klar. Dann den kompatiblen Würfel reinziehen, ist auch klar. Anschließend wird der Zauber ausgeführt. Das ist auch klar. Wiederhole diese Aktion, bis du einen Würfel mehr hast und klick auf Schaltfläche Zug beenden. Gut. So, also. Wir müssen jetzt hier. Haben wir das jetzt schon gewürfelt? Funktionalität. Alle Würfel können hier abgelegt werden. Würfel. Erneut würfeln.
verursacht Schaden. So. Auf den. So. 2 bis 4. Erhalte Blocken. Machen wir mal. Wie viel blocken wir jetzt? 2. Der macht 5 Schaden, der 2. Wir würfeln nochmal. Haben wir Glück. Nee, können wir den nochmal würfeln? So, und jetzt können wir hier nochmal machen. Auf den, dann ist er schon mal weg. Weil dann haben wir jetzt schon mal keinen Schaden. Bewirkt 2 Schwäche. Reduziert den Angriff. Okay. Das ist nicht schlimm. Was ist das hier eigentlich? Was ist das? Wann kriege ich das hier? Ich habe jetzt 5. Also muss ich wahrscheinlich 10 mal würfeln, dann wird das freigeschaltet, oder? Okay. Schwäche. Nummer 8. Okay, wir müssten noch 2 mal würfeln, damit das hinhaut. So. Hm. So. Wartet mal, weil wir töten den anscheinend damit dann. Den töten wir nicht, wir machen dann 4 Schaden, ne? Das hier machen. Jetzt haben wir 10. Ach so, jetzt habe ich das verstanden. Ich krieg 2 Blocken, wenn ich... Ach so. Ich krieg 2 Blocken, wenn ich 10 mal gewürfelt habe. Okay, verstehe. Okay, das ist gut. So, wir haben gewonnen. Ich finde die Kämpfe gerade, also den Kampf fand ich jetzt echt nicht schwer. Bei manchen anderen Spielen waren die halt schon echt anstrengend. Direkt auch die ersten Kämpfe. Mit Gold kannst du Dinge in Läden kaufen und gezogene Karten erneut ziehen. Auswählen und erhalten. Ein Zauber. Eisiger Himmel. Erhält einen Hagelsturm. Hagelsturm erhält einmal Zorn, wenn in diesem Zug Würfel geworfen werden. Erhöht Schaden beim nächsten Angriff. Okay. Schauen wir hier. Arktisch verursacht X Schaden. Wahrscheinlich X ist die Zahl auf den Würfel. Niedrigster Würfel erneut werfen. Auch nicht schlecht. Erhält 8 Schild, erhält 2 Zorn. Oder brauche ich zusammen 8? Oh, das ist aber viel, ne? Wirke den Zauber. Oh, tut mir leid. Wirke den Zauber zu Kosten. Okay. Ja, wir nehmen mal die hier. Achso, und Geld kriegen wir auch. So, kann ich jetzt die Karten direkt. Achso, die habe ich jetzt schon. Achso, das sind die Slots, die ich habe. Achso, und das sind die Inventars. Okay, verstehe. Hm, wir gehen da hin. Wir mal hier auf das Ereignis und gucken, was wir da kriegen. Combat 1. Okay. So, wir haben gewürfelt. 3, 6, 6. Ist eigentlich schon mal ganz cool. Wo ist auch der Held? 3 Blocken. Er macht 5. Achso, das kriege ich. Ah, jetzt verstehe ich das. Theoretisch gesehen müsste ich das so machen. Und jetzt müsste ich eigentlich das. Ich müsste den nochmal neu rollen. Ich meine, eigentlich ist es geil, so viel zu kriegen, ne? Aber ich. Okay. Das war jetzt Mist. Ich wollte eigentlich nochmal Blocken kriegen. So, er macht 2x2, das heißt 4 Schaden. Das heißt, theoretisch gesehen. Wenn ich das so machen. So. Und so. Jetzt haben wir 5. 3 mal 2. Oh, wieso machen wir jetzt 6? Ach so, weil er wahrscheinlich. Ach so. Okay, der kriegt eine Macht pro Schaden, pro Karte, die ich spiele anscheinend. Ach so, verstehe ich das. So, jetzt machen wir hier 6 und nochmal 5, dann ist er auch weg. Gut, war jetzt unnötig mit dem Leben. Die Frage ist, habe ich jetzt das Leben? Ah. So, wir nehmen auch mal eine Karte. Okay, grüne Karten sind bestimmt auch geil. Oh, jetzt kann ich hier 2 Sachen. Hier brauche ich 2x Würfel. Verursacht X plus X Schaden an allen Feinden. So, nehmen wir mit. Was ist das? Vampir-Essenz. Angriff erhalten für einen Zug 20%. Lebensdiebstahl. Das ist ein Trank, den ich auch vorhin schon mal gelesen habe. Also vorhin diese Tränke, die ich gelesen habe. Jetzt habe ich den ersten bekommen davon. Bei 20% des mit Zauberangriffen verursachten Schadens. Eigentlich auch cool, ne? So. Das sind jetzt auch irgendwie noch so kleine Missionen, die man anscheinend nehmen kann. Beende einen siegreichen Kampf mit 1 Gesundheit. Verursacht 200 Schaden mit einem einzigen Zauber. Okay. Da muss man wahrscheinlich dann hochstacken und so, ne? So. Erhält eine Todesmaske. Oder? Achso. Minus 10 Gesundheit. Oh Gott.
oder für 90 Gold auswählen und erhalten ein Artefakt. Das ist schlecht. So, Todesmaske. Für jeden dritten Angriff, Zauber, der in deinen Zug gewirkt wird, erleiden alle Feinde einmal Schwäche. Reduziert den Angriff, Schaden, hält einen Zug lang. Eigentlich, das nehmen wir mal mit. Ich meine, wir kriegen jetzt noch 10 Leben weniger. Aber wir machen es einfach mal. So, hier gibt es Splitter. Splitter können zum Aufwerten von Zaubern oder für den Erhalt zusätzlicher Zauberslots genutzt werden. So. Kann man auch rückwärts laufen? Erleide 6 Schaden. Erhält ein Vorurteil. Vorurteil. Wirke 10 Zauber, verzaubert einen zufälligen Würfel mit Eisig. Eisig. Wenn ein Zauber investiert, erhält x mal Zorn. Wir nehmen das hier mal. Oder? Ist hier irgendwo ein Laden? Ich weiß nicht, was sind Läden? Nehmen wir das hier. Probieren es einfach. So. Elite-Monster blockieren die Straße. Du hast eins nicht ausgegeben. Ich kann die ausgeben. Ich kann die so schon ausgeben. Ah, okay, verstehe. Wenn ich jetzt den Splitter nehme. Ach, lol. Jetzt sehe ich das erst. Kann ich die hier gar nicht aufwerten? Plus 2, plus 4. Hä, das macht doch dann plus 4 Sinn, oder? Das hier. Mache ich viel mehr Schaden. Ja, das macht ja voll Sinn. So. Achso, der hat jetzt gesagt, okay, bevor du in den Elite-Gegner reingehst, mach noch mal was. Was ist das hier? Aas-Monstrosität beschwört Verstärkung. Ah, ah, cool. Hm, aha. So, was haben wir hier? Wir gehen jetzt mal hier drauf. Ach, der wirft ja den noch mal neu, ne? Frage ist, der beschwört ja jetzt nur. Das heißt, er macht ja jetzt noch keinen Schaden. Das heißt, wir können jetzt eigentlich nochmal reingehen. Hier plus 2 sind 6, ne? Von allen Feinden. Okay, ja, dann können wir ja das so machen. Oh, geil. Ach, das habe ich nur zweimal. Schade. Damit haben wir jetzt schon mal weiter unten. Theoretisch dürfte der ja nicht angreifen. Der beschwört ja nur. Okay, blups. Wir kriegen guten. 6 plus 4, wartet mal, jetzt muss ich kurz rechnen. Also, wenn wir jetzt 5 plus 4, wir müssen die hier töten. Er beschwört schon wieder Verstärkung danach. Aber er macht 5 Schaden. Das heißt, wir müssten... Lass mal den wegmachen. Schwierig. Ich höre Licht gerade. So. Jetzt kriege ich zwar vollen Damage ab. Er beschwört nochmal einen. So. Wartet mal, wir können das jetzt machen. 4. Ach so, shit. Dann müsste ich 3 und eine 4 haben. Shit. 5 sind 9. Das schaffe ich nicht. Versuche den Elite jetzt gerade wegzubürsten, aber das geht irgendwie nicht. Ne? Schade. Hätte vorhin wahrscheinlich einmal das Monster leben lassen sollen. Okay. Theoretisch gesehen mache ich jetzt das und das. Da ist der weg. So. Okay, ach so, dann sind die weg. Okay, super. Ich dachte, die muss man noch besiegen. Geil. Wir haben nur fünf Schaden bekommen. So, was haben wir denn jetzt hier? Also wir haben Gold, dann noch eine zusätzliche Zauberkarte. Erhält 10 Blocken. Nicht wiederherstellbar. Ach so, die kriege ich halt nicht wieder. Das heißt, ich kann sie maximal 3-mal benutzen. Erhält 2 Macht. Eigentlich auch geil.
Aber das ist auch stark, ne? Wobei. Wir nehmen mal die einfach mal mit. So, was haben wir jetzt hier? Mana Hammer. In jedem Zug einmal Countdown auf alle Zauber. Wirkt ein Zauber, wenn dieser Wert 0 beträgt. Countdown-Sockel werden Zwischenzügen nicht zurückgesetzt. Oh, ich habe keine Ahnung. In jedem Zug einmal Countdown auf alle Zauber. Plus minus einmal Countdown. Ach so. Probieren wir mal. So, wir könnten jetzt was wegnehmen. Das ist schwierig. Was nehme ich denn weg? Ich würde gerne alles benutzen. Das hier. Dann kann ich nicht mehr neu rollen, ne? Ja, müssen wir probieren. So, jetzt gehen wir hier mal zum Ereignis. Ach, wir haben kein Gold mehr, ne? Ach doch. Plötzlich. Erhält Mana-Symmetrie. Würfel duplizieren. Entzaubern, Zau was entzaubern? Zerstört einen ausgewählten Zauber. Abgelegte Splitter werden aus Entzaubern Zauber entfernt. So. Habe ich ja wieder einen Bossgegner gewesen. Ist das jetzt für einer? Ein Golem. Annullieren. Was kann der? Kaputt. Schwäche und zufälligen Zauber mit kaputt. Zauber kann erst benutzt werden, wenn er mit einem Würfel repariert wurde. Oh, das ist frech. So. Ja, blocken brauche ich ja dann nicht. Warte mal, was steht hier? Annullieren. Ach so, Statuseffekt, okay. So. Zwei. Kann ich jetzt schon angreifen? Ach, geht nicht. Ach, krass. Ich brauche halt auch nicht blocken. Ja, mach mal halt so. Ja, von mir aus ist jetzt gerade nicht so relevant. Ich überlege gerade, er greift dann an. Er hält ein Macht. Aber er greift ja nicht an. Er gibt sich ja nur selber eine Macht. Daher Quatsch. So. Jetzt greift er an. Okay. Aber er schafft es nicht, weil ich ihn kaputt mache. Also weg. Das finde ich bisher sehr angenehm, das Spiel, muss ich sagen. Also jetzt nicht zu schwer und man muss ein bisschen denken, aber nicht so krass, dass du jetzt 35 Züge weiterdenken musst. Gut, das ist der Anfang, ne? Es kann ja sein, dass noch mehr kommt. So, was haben wir hier? Azurtrank. Drei Augenzahl auf alle. Achso, die Tränke könnte ich auch mal benutzen, ne? Wirft zweimal. Es wirft zwei Würfel. Erleidet ein Gift. Warum sollte ich dieses tun? Warum sollte ich das tun? Erhält zwei Hagelsturm. So, erhält zweimal Zorn, wenn in diesen Zug Würfel geworfen werden. Erhöht Schaden beim nächsten Angriff. Oh, was sind das hier? Toxisches Wesen. Vergeltungsschlag mit zweimal Gift an Angreifer. Das ist eigentlich ganz geil. Entfernt am Beginn des Zuges Gesundheit und reduziert Gift danach um 1. Aber er leidet Gift? Es geht auf mich. Das ist Quatsch. Könnte man vielleicht machen am Ende des Zuges, aber da kriege ich auch wieder Damage. Dann bräuchte ich wieder irgendwas, was mich gegenheilt. Also ist das schon mal Käse. So. Was haben wir hier? Vergeltungsschlag mit zweimal Gift an Angreifern. Das nehmen wir mit. So. Nehme ich irgendwas raus? Bei 5 erhält zweimal toxische Haut. Dass wenn die mich angreifen, kriegen sie Gift. Bei 6 plus 2 Ladungen. Okay, das bleibt sogar. Da sehe ich das gerade falsch. Das bleibt sogar für die nächste Runde. Das ist ja cool. Heiligtum. Wähle aus einer Auswahl an Geschenken. Danke. Heilt 10 Gesundheit. Heilt 25 Gesundheit. Plus 8 Max Gesundheit. Wir machen das. Fortfahren. Kann ich wieder zurückgehen? Nee. Okay, Bosskampf, Leute. Ab geht's. Ab geht's. So, wie viel Leben hat er? 90. Ja, okay. So, wir hatten schon mal 6. Was macht er? Er beschwört wieder Verstärkung. Theoretisch, den könnten wir dann gucken. Ach, es geht ja nur 1 bis 4, ne? So. So.
Hinter ihnen, was ist das denn? Er macht 12 Schaden. Das tut schon weh, ne? Warte mal, kriegt er irgendeinen Bonus? Boah, und die machen 4. Und entzünden. Warte mal, wir können ja... Erstmal so. Da blocken wir erstmal ein bisschen Schaden. Wenn ich jetzt hier 3 reinspiele. Boah, das tat weh. Warum brennt die? Wenn der Zauber genutzt wird, okay. Mutter der Flammen. Erhält 4 Macht, bewirkt Seelenexplosion an einem weiteren zufälligen Feind. Ich weiß halt nicht, ob es sinnvoll ist, die zu töten. So. Oh, er kriegt jetzt Blocken. Also auf frech. Hätte ich das gewusst, ne? Shit. Eins. Er macht 10 Schaden. Ja, ich muss mich blocken. Der macht 12. Aua. Wir müssen jetzt mal rechnen. 9. Reicht nicht. Reicht nicht. Reicht nicht. Ich glaube, ich sterbe. 16, 20. Ich habe nur ein Leben. Ey, Quatsch. Ich habe das Blocken vergessen. Oh mein Gott. Ja. Jetzt löschen wir dich. Oh, du blöder Boss. Ich habe nur 4 Leben. Ich hätte den Trank benutzen können. Habe ich vergessen. Hey, 20 Gesundheit. Jetzt kriegen wir noch einen Splitter und ein Artefakt. So, trügerischer Würfel wirft in jeden Zug plus 1. Gewürfelte Sechsen werden um eine Augenzahl reduziert. Zug 1, 3 und 5 wirft einen Würfel mit ungeraden Augenzahlen. Wirft in jedem Zug plus 1 Würfel. Beim Tod eines Feindes verliert 1 Gesundheit. Nee. Das wirft eben zu plus 1 Würfel. Würfelte Sechsen werden um ein. Macht das Sinn? Schau mal hier. Ich glaube, wir nehmen das hier mal mit. So. Wir haben einen Splitter, den wir verbessern können. Das hier. Boah, da hätten wir 5. 5, eigentlich wäre das geil, ne? 4 plus 4 Damage. Das hier mal. Ich bin mir überlegt, das hier zu tauschen. Aber ich werfe doch nie eine 6, oder? Warte mal. Also ich werfe nie eine 6 dann, ne? Das heißt, ich könnte das hier theoretisch gesehen immer auf 5 gehen. Wir probieren es einfach mal. Kann man so verlieren. Next one. So, zweite Welt. Oh, habt ihr den Boss gesehen da oben? Aua, was ist das hier? Ritual, Ritual, Ritual. Da ist ein Boss. Dann könnten wir hier das... Könnten links rumgehen. Ja, wir gehen links rum. Oh, hier ist ein Zelt. War wahrscheinlich ein Shop. Ich würde ganz gerne den Trank nehmen. So. Jetzt würde ich gerne okay, wir gehen auf den.
können keine Sechsen mehr rollen, ne? Den. Das. Das. Die machen ja keinen Schaden, deswegen bin ich gerade. Deswegen habe ich auch gerade keine Defense-Sachen gezockt. So, was ist das? Bezaubert. Was macht der jetzt? Oh. Vielleicht. Mit 12. 12. Ja, ich muss leider. Wobei, wenn ich hier reingehe, dann habe ich 16. Aber der ist da jetzt. Guck mal, der ist jetzt. Die Stille ist da jetzt weg, oder? Das heißt, ich könnte den doch theoretisch gesehen nutzen. Ja, machen wir so. Ja, gute Idee gewesen. Ja, also das. Ah, verstehe ich. Okay, wartet mal. 5. Der ist weg. Gib mir halt noch eine 1, genau. So, der ist schon mal weg. Das ist schon mal wichtig. So, der macht 2 Macht. Das ist uninteressant. Wir gehen auf den. Problem ist, der hat halt durchgehend Schild, ne? Aber wir ballern jetzt mal das Schild von ihm runter. So. Diese. Wenn ich das jetzt nochmal mache, kriege ich 4. Ah. Er macht jetzt 6 Schaden. Das heißt, wenn wir jetzt hier 3 und 1, sind wir bei 4. Das macht keinen Sinn. Ich muss das so machen. Ich will halt keinen Schaden kassieren. Das hat er schon mal 4-mal Gift drauf. So. Muss man hier drauf gehen. Kann man endlich sein Dings weg. Das Schild. Macht wieder 6 Schaden. Ja, ich muss leider das hier nehmen. Wobei, wir können das so machen. Und so. Wir haben noch einen 5er-Würfel. So. Gut ist, dass wir beim nächsten Kampf haben wir die ja wieder, ne? Also. Ja, das ist schon wichtig hier mit den 10 Schadenblocken. Echt. So. Sehr gut. Also so viele Sechsen, wie ich werfe, ist ja schon der Wahnsinn, ne? So. Gold. Zauber. Regenfall. Er hält 3-mal Regen. Verstummung für 3 Züge. Reduziert am Beginn des Zuges alle Countdown-Zauber um 3 und entfernt ein Stapel Regen. Boah. Das sind ja richtige Antikarten. Enthält 3-mal Blocken. Verbraucht, bewirkt 3-mal Schwäche an alle Feinde. Warte mal, was? Blocken? Okay, das ist klar. Reduziert den Angriff. Verbraucht. Wird so ausgelöst, wenn Zauber auf 0. Ich weiß nicht. Aber dieser Regenfall, ich weiß nicht, ey. Das ist ja beginnt den Zug, ist alle Countdown-Zauber um 3 und entfernt ein Stapel Regen. Kann 3 Züge lang nicht gespielt werden. Ach so, die Karte kann dann 3 Züge lang nicht gespielt werden. Will ich gerade, was ich dann. Wir nehmen mal die mit rein. Die Frage ist nur, was tauschen wir? Bin eigentlich gerade so zufrieden damit. So. Das hier ein Laden, aber ich würde halt gerne hier links rumgehen. So, was macht das Ritual? 3-mal Augenzart auf alle Würfel. Und das. Hier scheinbar kann ich die alle 3 Kämpfe benutzen oder so, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe.
Boah, drei von denen, Alter. Okay. So, schauen wir mal. Ja, dumm. Wir haben 10. Das heißt, wir werfen den schon mal da rein. Haben wir schon mal 10, 12 blocken. Und blocken das hier weg. So. Ich würde eigentlich gerne hier die 5 reinwerfen. So. Gehen wir erstmal auf den hinteren. So. Würfeln wir den nochmal. Okay, das war sehr uneisig. Er ist immer auf eisig und schmeißt dadurch, das ist aber auch schon gemein, ne? Ah, es geht nicht, ne? So, den ersten haben wir gekillt. Kriegen wir nur noch 5 Schaden. Theoretisch könnte ich das so machen, dass ich die da reinwerfe, aber ich will das machen. Das so machen. Weil dann spare ich mir den einen. Da habe ich einen Schaden mehr gemacht, so rum. Eigentlich. Kann ich das aufheben für den nächsten Kampf? Weil der ist jetzt, glaube ich, so unrelevant hier. Ich würde das jetzt so machen. Halt drum, ne? Halt jetzt 6 Stunden, ne? Schwierig. Hätte das zuerst machen sollen. Das dürfte nicht reichen, oder? X6 und dann 5. Ja, passt. Oh, dieses Dorn-Ding, ne? Das ist so ätzend. So, wir müssen mal schauen. Wir haben jetzt 5 plus, no plus Dings sind 9, ne? So, dann machen wir das mal so. Ah, warte. Erst den. So. So. Weil, hätte ich das jetzt nicht so gemacht, hätte ich Schaden kassiert. Oder der hätte meinen Fünferwürfel weggerollt. So. Wirkt dreimal zwei Gift an einem zufälligen Feind. Boah, hält Würfel bis zum nächsten Zug, ist aber auch geil. Kann ich meine kurz angucken? Ja. Aquafort können wir mal rausnehmen und können dann Überkühlung nehmen. Ja, das ist dasselbe. Oh. Sehe ich jetzt erst. Ungerade Würfel. Bin zum Heiligtum. War auch blöd, ne? Halt 10, halt 25 für. Ja, wir machen das hier. Ging halt nicht anders. Ereignis. Erhält verzauberten Umhang. Erhält Zornstein. Erhält Trinkkrug der Zwerge. So, guck mal, was ist das hier? Zerstört einen ausgewählten Zauber. Abgedeckte Splitter werden aus Entzaubern Zauber entfernt. Zug 1. Erhält 15 Blocken. Also wir kriegen am Anfang direkt Blocken. Überleg gerade, weil das ist eigentlich geil. Was hat er jetzt rausgenommen? Er hat jetzt Giftkarte gelöscht. Boah, ist das frech. Er hat einfach eine Random-Karte genommen. Ich habe gedacht, ich kann eine aussuchen. Boah, das ist frech.
72, was ist mit ihm? Boah, ist das frech, ey. Okay, wir können jetzt gerade full reingehen. So, der erste tot. Warum ist das gerade so frech? Warum hat er den Random-Karte genommen? Stand das da? Nee, gell? So. Gewirkt in diesem Zug kaputt an den nächsten zwei gewirkten Zaubern. Er macht 8 Damage. Das ist schlecht. Das Problem ist, wenn ich das jetzt wirke, hat er Damage an mir. Ja, da muss man halt voll reingehen jetzt. Achso, dann kann ich es. Okay, ich kann es reparieren. Alles gut. Dann passt. Ah, jetzt habe ich sogar 6. Schau. Das lohnt sich nicht. Aha, egal. Macht der 12 Schaden, ne? Shit. Hätte das noch machen sollen. Hä? Sehr gut. Macht halt nichts. Da kann man halt ihn durch angreifen. Ein Leben hat er noch. Ich kriege eine Krise. Ist nicht schlimm. Ich muss ja mindestens einen Schaden machen, das geht. Ja, hier. Und tschüss. Also das Spiel spielt sich echt angenehm. Muss ich ehrlich mal sagen. Also bis jetzt bin ich sehr positiv überrascht. Ich habe ja schon so einige Kartenspiele gespielt, wo ich nicht so begeistert war. Aber das Spiel macht einen sehr guten Eindruck. Vor allem, weil es sich auch sehr, sehr einfach spielen lässt. Erhält 5 Zonen. Zweimal. Klingt aber gut. Wir machen das mal so. Okay, also das ist nur, das Ritual ist für den aktuellen Kampf. Das heißt, wir können das theoretisch für ihn benutzen. Das sieht bisher so aus. So, 6, 12, 15 habe ich. Blocke ich weg, das ist gut. So. Den jetzt hier mache. Mache ich 10 Schaden. Ach, an zufälligen Feinde. Ach, ich bin so doof. Hab's. Ach komm. So. So. Und wir gehen jetzt mal hier. Machen wir es mal den. Und das wird den nächste Runde töten. Sehr gut. So. Jetzt kriegen wir wie viel Schaden? 6. Ja, dann ist egal. Der braucht 10. 9, shit. Weil wir könnten das so machen. Überleg gerade. Wir blocken. Der ist ja dann tot, deswegen brauchen wir auch nichts blocken. Probier es einfach. Vielleicht habe ich Glück. Okay, dann halt so. So.
blockt halt einfach weg. So, verstummen. Das heißt, die kann ich jetzt schon mal nicht spielen. Dann spiele ich den. Dann bin ich einmal gesichert. Und wir spielen einmal den auf ihn. Die würfeln wir nicht. So, den killen wir jetzt. Sehr gut. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall das so machen, damit wir safe sind. 14 mal 2? Warum das denn? Ach, wegen dem. Wie viel Schaden kriegen wir denn jetzt? 2 mal 14, das sind... Boah, ich muss blocken. Krieg trotzdem Schaden. Ich hätte hier mal... egal. Machen wir nächste Runde. Boah, das ist cool weh. 18. Okay, jetzt müssen wir aber langsam mal in ihn reinpreschen. Ich habe nur gerade Zahlen. Wieso? Das könnte wehtun jetzt. Bei draufgerechnet hätte ich hier 5, dann wäre ich bei 10. Wieso blockt der? Das Problem ist, ich habe keinen Bock, dass er so viel Schaden macht. Ja, dann muss ich halt so machen. Ah, jetzt habe ich... Muss ich halt gut opfern, ey. Boah, der hat aber gut Damage gemacht, der Kollege da. Der hat sich halt echt super hochgebufft, ne? So, was haben wir hier? Kristallschluck erhält 3 Macht. Zauber. Oh, hier. Entfernt Gift vollständig vom Ziel. Verursacht 3 Schaden pro entfernten Gift. Oh, hätte ich meine eine Karte gehabt. Ja, das ist geil. Shit. Was haben wir hier? Azurkanal. Erhält X Blocken, erhält einmal Weitsicht. Oh. Wie viele Blocken? Oh. Wo ist sie? Hier. X Blocken. 4 bis 6 ist jetzt auch nicht so geil. Das ist ziemlich hoch, ne? Aber wir würfeln auch ziemlich hoch. Klein schmeiße ich eh alle da rein. Also machen wir das einfach mal. Oh, ich kann das nur einmal benutzen. Dann ist es so. Wir probieren es. So. Ach, ich wollte den... Na, egal. So. Der hier. Bewirkt Machtfalle. Oh. Okay, wir haben eh jetzt gerade Blocken, daher ist es eh egal. Gehen erstmal auf den. Tja. Lohnt sich nicht. Ungerade 4 bis 6, 1 bis 4 brauche ich 2 Würfel und da kann. Das lohnt sich nicht. Okay, der macht 6, das heißt, erstmal so, dann muss ich den machen, dann den, das ist ganz schlecht. Ach so, sobald ich das würfel. Okay. Alles klar. Er hält ein Weitsicht. So, wir brauchen jetzt nicht mehr. What the fuck? Jetzt aber gut hier.
So. Er macht 16 Schaden. Also, ich bitte dich. Er hat eine Runde lang 2 Schaden, wenn Zauber benutzt. Vier. 16. Tja. Ach, ich kann das... Ach, Mann. Ja, ich muss das so machen. Muss das blocken, anders ging es nicht. So, jetzt machen wir den. Okay, let's go. Let's go. Bam, bam. Das, das. So. Den. So. Ja, ist schon übel mit dem Würfel, ne? Ah, das war dumm. Ah, egal. So. Wie würfel ich jetzt auf einmal habe, ey? Okay. 13. Okay. Okay. Victory. Ja, muss ein bisschen überlegen bei dem Spiel. Also, ist aber geil. Also, es macht echt Spaß. So, Fiole der Schatten. Wirf 3 Würfel, verliere 3 Gesundheit. Ja. So, was haben wir hier? Großer Teil Schaden verbraucht. Winterbiss verbraucht. Wirf einen Würfel. So, verursacht 3 Schaden. Na, 2. Problem ist, das sind nicht so Fairy-Wits, die ich gerne mitnehmen würde. Hier brauchst du halt eine 5, hier brauchst du halt gezwungen eine 2, hier eine 10. Ja. Entfernt ein Zauber. So. Ja, was machen wir jetzt? Ein Zauber und Zauber. Zerstört einen ausgewählten Zauber. Ja, dann hier. Wo sagt... Ah, wir haben sie auch gekriegt. Nicht, dass es dann auf 0 wäre. Weißt du, was ich meine? So. Boss. Wetten, der ruft... So. Ach, da. Wie viel? 1000? Ich glaube, ich muss den Kopf zerstören. Warte mal, ich will mal kurz gucken. Pockenüberträger bewirkt bei einem entsprechenden Angriff einmal Pocken. Bei dreimal Pocken werden 10 Schaden verursacht und 3 Stapel Pocken entfernt. Kann ich auch. Die Frage ist, muss ich den Kopf machen? Was ist das? Okay. Ah, ich muss also die Hydra-Köpfe töten. Das wird ekelhaft. Das wird richtig eklig. Aber warte mal. Ach so, wenn... Ich halt auch, wenn ich ihn angreife. Ah, wenn er mich angreift, kriege ich Pocken, okay. Hä? Bewirkt bei einem entsprechenden Angriff einmal Pocken. Ich habe aber kein Pocken gekriegt. Okay. So, 7. Ach, der macht 7 mal 2, ne? 10, also brauche ich 14. Das heißt, ich brauche einmal das hier. Einmal gehen wir da drauf. Einmal den. Einmal den. Oh ne, jetzt hat er es weggerollt. Du Held.
Schön, zwei Schaden auf den. Ah, der bufft den halt, ne? War ja, aber ich könnte ihn jetzt töten, glaube ich. Macht 14 Schaden. 9. Hat er noch 10. Zwei. Ungerade, bitte. Ja. Wobei, wartet mal. So, da ist der Kopf schon mal weg. Ah, jetzt kommen zwei neue Köpfe. Wer hätte das gedacht? Die machen anscheinend erstmal gar nichts. Somit können wir das machen. Okay, das tut jetzt richtig weh. Das ist eine gute Frage jetzt. Ich hätte so das Gefühl, dass ich eigentlich nur hinten angreifen muss und den vorne in Ruhe lassen soll. Das sind 28 Damage. Das heißt, ich müsste definitiv. Warte mal. Überhol. Das war, ich hätte die Vierer nehmen sollen. Das war gut. So, jetzt haben wir 8. 18. Tja, ich muss es leider nehmen, ne? Ja, anders geht's nicht. Ich hätte Gift haben müssen. Ich glaube, Gift wäre ganz geil gewesen. Problem ist, so viele habe ich jetzt auch nicht mehr, ne? Oh, das ist eklig. Was haben wir denn hier noch? Hier benutzen sollen, ne? Wirft 3 Würfel. Lohnt sich das? Machen wir es mal den. Ich habe zu viel Random Damage. Weil gerade bei 3 Leuten ist das echt eklig. 18. Lohnt sich das? Scheiße. Das ist gar nicht gut. Ja, dann akzeptieren wir jetzt mal, dass ich einen Hit... Oh, ich habe ihn gekillt. Oh, na toll. Oh ja, super. Hm, noch mehr Köpfe. Der macht jetzt 6 Damage. Oh, ich gar nicht, seht ihr? Weil ich, dass ich den gekillt habe. Das ist super frech gerade. Oh, die sind super übel, ey. Was kann denn der in der Mitte? Schwächung, okay. Der erste macht 15? 15? Hier bin ich bei 24. So, hätte, glaube ich, irgendwas mit Buffen nehmen sollen. Ja, toll, ich brauche ja schon allein 3 Würfel, um das Schild aufrechtzuerhalten. Ich überlege halt gerade, ob ich einfach das so mache. Dann habe ich 4, 6. Toll. Kann ich nicht mal einen blocken. Also einen muss ich definitiv da reinschmeißen. Ich bin bei 12. So. Ich muss das halt leider machen. Ich bin so dumm. Ich wollte ihn hier reintun. Jetzt kriege ich richtig aufs Maul. Jetzt kriege ich richtig aufs Maul. Also ich töte den vorne.
Ich krieg den nicht getötet. Der nicht vorne den. Ach du Scheiße. Ich bin tot. Oder? 24? Nee, ich lebe noch eine Runde. Alter Schwede. Also der ist übel. Ich habe so das Gefühl, dass ich den ersten lassen muss und hinten auf ihn damagen muss. Und die Köpfe gar nicht erst abschlagen sollte. Jetzt kommt hier schon wieder ein neuer. Das ist ja Quatsch. Oder ich muss halt Multi-Damage machen, also auf mehrere. Ich glaube aber eher, dass ich auf den Körper-Damage machen muss. Das macht am meisten Sinn. Ja, ich bin tot. Machen wir, was wir wollen. Ja, ich bin tot. Oder? Ach nee, warte mal, ich krieg nur 10 Schaden. Da bin ich jetzt tot. 21 Schaden kriege ich nicht weggeheilt. Ja, vielleicht habe ich irgendwie ein bisschen dumm gespielt, aber eigentlich fand ich das jetzt nicht so. Ja, die Karten sind halt auch Käse. Gut, wenn du weißt, was kommt, ne? Ja, der macht mich jetzt tot. Wenn du weißt, was kommt, okay, dann ist es vielleicht gut. Aber gerade, das war ja... Naja. Guck mal, wir haben sogar ein Level... Also wir haben jetzt ein Level abgehabt. Wir haben jetzt hier die zwei Sachen gehabt. Erhalte 100 mal Blocken, erreiche Stufe 2. Cool. Wir haben jetzt hier einen so einen Token. Weiß nicht, es gibt ja noch ein zweites, was wir machen müssen. Niederlage, klar, das war jetzt auch. Hier steht nochmal alles Zusammenfassung. Sehr, sehr cool. Gefällt mir auch. Oh, wir haben einen Charakter freigeschaltet. Hazel, Erzmagier. Okay, sieht ein bisschen wild aus. Man Fels und Schlamm zur tatkräftigen Hilfe rufen. Buch freigeschaltet, Buch der Offensive. Neue Zauber können hier auch freigeschaltet werden. Des Schutzes. Seite. Ach, hier. Halte 20 mal bei. Ach, ich verstehe. Okay, also ich krieg das. Okay, das ist cool. Ursache 500 Schaden. Ah, ich muss das machen, damit ich es freischalte. Sehr, sehr cool. Wir brauchen eigentlich noch so einen Würfel, damit wir das freischalten. Erreiche Stufe 4. Was war ich jetzt? 3? Gewinne ein Spiel mit Wasser A. Na, das haben wir nicht geschafft, weil der Drache war halt, oder die Hydra war schon sehr hart. Okay, hier gibt es ja mal so Waldsachen. Sehr, sehr cool. Ich denke mal, das wird Feuer sein. Ja. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, das war Bellrogue. Mal kurz einen Einblick verschafft. Ihr könnt mir gerne mal sagen, was ihr von dem Spiel haltet. Ob ihr so Kartendeckbilder-Spiele mögt oder halt nicht. Es gibt halt viele, die auch nicht mögen. Aber das finde ich schon ganz cool gemacht und auch sehr einfach zum Reinkommen. Also, ihr habt es ja gesehen, das ist eigentlich so, da musst du nicht viel nachdenken. Und deswegen finde ich es eigentlich sehr entspannt. Ansonsten, Leute, lasst mal eine Bewertung da und wir sehen uns im nächsten Spiel wieder. Haut rein!